Syriens Präsident Bashar al-Assad wandte sich gestern in einer Rede an das syrische Volk, ohne irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Heute feierten ihn seine Anhänger öffentlich in allen Großstädten des Landes. Doch es hilft nichts. Die Opposition rief wieder zu Protesten auf und die internationale Gemeinschaft übt scharfe Kritik. Frédéric Toussaint berichtet. Eine staatlich organisierte Jubelkundgebung in Damaskus, live übertragen vom syrischen Fernsehen. Die Regierung setzt alles in Gang, um Bashar al-Assad nach seiner Rede gestern zu unterstützen. International hingegen hagelte es Kritik wegen der vagen Reformversprechen. Assad hat kaum noch Verbündete, aber Wladimir Putin, der für Assad sein UN-Vetorecht einsetzen könnte. Russlands Ministerpräsident war heute in Paris. Ein Eingriff in innere Angelegenheiten eines souveränen Staates hat keine Aussichten. Das beweist immer wieder die Situation. Dies hat sich in anderen Ländern dieser Region gezeigt, wo sich die Lage auch nach einer Intervention nicht gebessert hat. Eine klare Absage an seinen französischen Amtskollegen François Fillon, der kurz davor erklärte, dass der UN-Sicherheitsrat der Lage in Syrien nicht länger tatenlos zusehen könne. Auch in Brüssel ist man enttäuscht vom syrischen Präsidenten. Präsident Assad muss einen glaubwürdigen und ehrlichen Dialog mit allen beginnen. Die Menschen in Syrien müssen die Bereitschaft zu Reformen bewerten. Aber ich muss sagen, auf den ersten Blick war die Rede Assads eine Enttäuschung. Auch US-Präsident Obama und der türkische Staatspräsident haben Assad zu größeren Zugeständnissen aufgefordert. Abdullah Gül gab Assad direkt einen Rat. Er sollte sagen, wir werden ein Mehrparteiensystem einführen. Alles wird nach dem Willen des syrischen Volkes organisiert. Und ich werde diesen Wandel anführen. Die einzige bislang sichtbare Veränderung ist eine Führung heute Nachmittag durch Jisra al-Shugur. Die meisten der 11.000 syrischen Flüchtlinge in der Türkei stammen aus dieser Stadt. Westliche Diplomaten sollen sich nun davon überzeugen, dass alles in Ordnung sei. Ich sage den Flüchtlingen, dass alles bestens ist. Und dass sie problemlos zurückkehren können. Doch in Syrien hat sich letztlich nichts geändert. Aufgebrachte Regierungsgegner haben sich spontan in zahlreichen Städten zu Kundgebungen versammelt.